Einen wunderschönen guten Tag, Fischer Chef. Herzlich willkommen zurück zu Worms Revolution mit dem Timo, mit dem Ingo und mit dem Mana. Guten Hallo. Ich find's nett, dass der Hallöchen. coolste zuerst Guten gibt. Tag! So. Das ist ja klar, was ich jetzt mach. Klar, weiß ich jetzt schon. Alter! Böhje, erstmal weg! Böhje! Schick ne Ansichtskarte von SpongeBob unterm Wasser, ey. Ja. Wie kann der Mann echt anleiten? Was ist eigentlich? Das geht nicht, Timo. Werft einfach eine Granate runter. Aber oder einfach eine Wasserbombe. Wasserbombe. Ah, die ja, hab oder? Ich schon. Ja, natürlich. Keine Ahnung. Ist ja. Ja, das Set so. Ja, das ist aber meistens. Nee, das ist aber meistens so. Immer wenn man große Schnauze hat, dann schafft man nichts. Das ist bei mir auch so. Wenn ich mit Stupser den runter machen, aber ich hätte Jetpack benutzt. Ja. Ah, okay. Egal, ja, trotzdem auf Mana. Welche Seite soll ich gehen? Ach komm, nehm rechts, die Seite. Rechts. Natürlich, geht er auf mich und Niklas. Ja, lass ihn doch, mein Gott, haben wir zusammen hintereinander gewonnen. Ja, ich nehm dich, Huckepack, ey. Nice. Hallo. Oh. Hi. Na? Na, alles gut? Ja, und selbst? Ja, klar. Was klar. Macht die Familie? Gut. Hat es jetzt mal 7 Schaden gebracht? Nee, noch nicht 37. Ich wollte schon gerade sagen, ich denke, hä? Das wäre ja richtig kacke gewesen. Oh Mann, wieso der Wurm? Bell macht erstmal mich und Kätzchen weg, ne? Dafür verbrauchst du. Ohne Spaß, Böll, du bist ein Pimmel. Ohne Spaß, ich hab grad Niklas und. Oh. Oh, Böhje! Oh. Na? Ah, ich sag lieber nix, ey. Lautze. Oh, ich hab ne coole Idee, mal zu. Erstmal schön die Energy-Flasche. Ab in den Graben. Ich denke, das ist eine Wasserflasche, keine Energy-Flasche. Ah, der steht auch H2, stimmt. Hast du recht. Ja, ich weiß, Bill. Gut, dass der Wurm da schon so gut steht. Schaffst du es nicht? Ja, ich sag lieber nix. Musst du selber wissen, was du machst. Er sieht ja auf mich geht, ne? Nein! Geht auf dich. Was denkst du denn? Ich hätte was anderes gesagt jetzt, dass er eine Granate in das Loch wirft da. Ich würde da auch eine Granate reinwerfen. Vom rein logischen würde ich da eine Granate reinwerfen. Aber lass sie ein bisschen baumeln. Bisschen mal Blut ins Gehirn fließen lassen. Vielleicht merkt das ja gleich. Oh, er wäre. Oh, eine Dynamit hat sofort. Oha. Alter. Und da stehen bleiben. Und? Oh, das aber. Und Böhr. Alter. Das war so schön. Ja, sehr knapp. Gibt's eigentlich irgendeinen Wurm, der richtig gut steht? Nee, ne? Eigentlich stehen alle Würmer irgendwie. Ingo, deiner. Der da. Ja, aber. Ja, es geht. Ja, auf dem blauen. Also, ja. Oder wirf mal da unten rein zu dem roten oder dem grünen. Ich mach das, was ich möchte. Ah, da muss ich erstmal wissen, was mache ich denn? Was mache ich denn? Ne, das hilft nichts. Bring nicht das rot. Hi! Ja! 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 Ey! Und schön war das. Nein! Boah! Ja, ich hab dich gerettet, sozusagen, ey. Ich hab dir schön den Weg freigemacht. Zugemacht, nicht freigemacht. Früher konnte man den Raketenwerfer benutzen, wäre aber beim Seil war. Mach doch unten in das Loch, das ist, also auch wenn ich dabei selber sterbe, aber. Also, hä? Einfach Feuerfaust. Psst. Ach. Er macht mich alle. So, Niklas kommt auf 2 und ihm als. Guck mal, jetzt wendet er noch schneller ab, seine Taktik, ey. Oder noch nicht? Oh, was? Oh. Ja, leider. Oh Mana, guck mal, wer da rechts vor dir steht. Die Liste finde ich so geil, ey. Wer ist denn an vierter Stelle, Böll? Ihr seid doch 2 und 2. Ne, Niklas ist ja jetzt an zweiter Stelle. Ich bin an dritter. Wer ist denn an vierter Stelle, Böll? Nathan? Das haut sowieso. Oh, okay. Okay. Ja genau, verpiss dich, aber schnell aus dem Wasser noch raus, Bill. Versuch aus dem Wasser rauszukommen. Nein! Ah, da steht eine Mine! Hab ich aber auch nicht gesehen, ey, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab ich nicht gesehen.
Oh, oh, oh. Also, ja, ich sag nichts, macht ihr einfach. Ist so klar. Ey, der ist doch so doof, da sind... Weil willst du nicht lieber auf Timo auf Platz 0, das noch schlimmer ist? Wie doof ist der? Na, es geht. Echt, ey. So doof. Timo, wirklich. Maler wird aggressiv. Ja, das ist, das ist noch nicht Börje, der Börje ist noch nicht aggressiv. Mada, fang keinen Krieg mit mir an, den verlierst du. Ey, so doof, Mann. Das zwei Würmer, die hätte der so locker wegmachen können. Mann, nein. Er will sie ja trotzdem, er will ja trotzdem sterben, weil er nicht nachdenkt, ey. Niklas hat mir ja noch nichts getan. Das ist ja nichts zu. Spring runter und mach Seil, das klappt immer. Naja. Hä? Was willst immer. Du machen? Was wird das? Ja, das klappt nicht. Das klappt nicht. Du schießt dich selber damit ab, oder? Nee, noch nicht. Ah, das ist eine doofe Position. Wenn du ganz kurz antippst, könntest du Glück haben, dass es eventuell triffst, aber. Mach irgendwas. Oder gar nicht. Schieß einfach. Ja, schade. Aber mal. Na. Hätte klappen können. Wegen dem Fass dachte ich halt nur. Ja, das klar. Voll dämm. Und noch die Mine auch noch im Hintergrund, ey. So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Alles gut bei euch. Und tschüss. Und tschüss. So sieht's nämlich aus. Oh, ganz mies. Und noch die Kiste mitnehmen. Saugi. Ich geh da mal tauchen. Blop, 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 blop. Na, gehst du SpongeBob besuchen? Ja, nee, Patrick. Achso. SpongeBob mag ich nicht. Ich find Patrick einfach nur geil. Hallo, SpongeBob. Thaddäus war der Nachbar, ne? Genau. Oh, nein! Oh, und tschüss, Timo. Alter. Ja, Baba war da. Das war richtig gut, ey. Das muss ich gut ab, ey, wieder. Aber wenn Börje was macht und wenn er es richtig macht, dann ist er tödlich. Ey, ohne Spaß, ey. Boah. Dann fick die Henne weg, ey. Gut, dass du so ein Beispiel nimmst. Ich will jetzt nicht sagen, dass Börje ein Hennenficker ist, aber... Eine Klasse. Na, alles klar. Ja, oh, natürlich. Falsche Taste. Nein, er macht wieder nichts Sinnvolles. Echt, ey. Wie? Das ist eigentlich normalerweise Ketzen hat Börje recht. Du könntest, auch wenn es Niklas betrifft, aber wenn du mit Wasser irgendwas machst, theoretisch mit der Wasserpistole. Ja, ja gut, jetzt so. Er setzt wenigstens eine Mine dahin, weißt du. Tschüss. Geh mal schwimmen. Ich geh mal zu Ingo. Weil der gefährlichste Gegner ist in dem Fall Niklas und er konzentriert sich echt auf mich. Es ist taktisch. Ey, Kätzchen würde niemals einen Krieg gewinnen. Da gebe ich dir recht. Weil er zu untaktisch ist. Tut mir leid, Kätzchen. Mach doch Shotgun für. Kannst du beide killen. Erstmal wie aus dem Wasser raus. Da wäre ich im Wasser nicht so sicher, Timo. Ey, wieso? Das macht doch nicht weniger Schaden durchs Wasser, oder? Sag das nicht. Bin ich auch immer im Wasser drin? Nee, ne? Nee, nee. Ich hab keine Ahnung, was machen sie? Bam, bam, dun, dun, dun. Ach, das ist das Karibik-Flair, ey. Ach, am liebsten würde ich mich jetzt hier mit einem Cocktail in so eine Kokosnuss hier so... Wie heißt das Zeug? Ah, dass man eine Kokosnuss geliefert bekommt, ey. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall, ne, das eine Zeug mit der Kokosnuss. Hast du gerade ernst auf Korn gesagt? Hä? Kokosnuss? Nein, Timo meinte ich. Ich hab Strohhalm gesagt. Ich hab verstanden, Korn. Oh, das Alter, ist so ein schöner Kill. Ne, das geht nicht so weit hoch, oder? Ah, das werden wir sehen. Oh, das ist knapp. Oh, doch. Was? Oh, ne. Ach, komm.
Aber wäre schön gewesen, Niklas. Ach, der Funzenjacke. Mana dran oder ich? Mana, ne? Ich bin dran. Aber wenn du versuchst einfach mit dem Jetpack. Ah, du bist mit dem dran, okay. Sonst hättest du das Leben dir holen können, ne? Hä? Ja, oh, der ist auch sicher, ja, ey. Mana verpisst dich. Das ist eine gute Idee von Böll. Jetzt kann er. Ah, jetzt. Ja, gut. Okay, kannst du gleich noch die andere Kiste noch snacken? Man muss ja auch nicht immer angreifen. Man kann ja. Man muss ja auch nicht immer angreifen. Man kann auch mal ab und zu mal in Sicherheit gehen. Ja, das wird nicht. Mann, der Wurm. Glaubst du nicht, wenn er runterkommt? Doch, natürlich. Und tschüss. Ah, bisschen Munition da. Have a nice day. Ich glaube, ich habe schon eine Idee, auf wen ich nächste Runde gehe. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist Selbstmord. Meinst du? Warum? Was meinst du? Oh ne, die schon wieder Bananenbombe. Scheiße. Ja, ich muss erstmal kurz. Muss halt in der Richtung. Warte mal. Wo wird ja, dann das Paket noch? Ich mich Mann, zwar selber, aber. Ja, Kätzchen, wo willst du jetzt die nächste Attacke machen? Ingo, natürlich. Ja, Timo, damit bist du erstmal raus und tschüss. Weißt du, Ingo ist jetzt schon wieder 5 Runden nacheinander nur auf mich. Steht dir recht. Ohne Spaß, ich spiel nur gerecht. Ohne Spaß. Ist doch nicht gerecht, wenn doch. Du zu zweit auf mich gehst, ich dann auf Mana gehe und du wieder auf mich gehst und einfach deinen Bruder ignorierst. Nein, weil du gesagt hast, gerade darum bin ich auf dich. Nein, darum bin ich auf dich gegangen, weil du gesagt hast, ich weiß schon, auf wen ich als nächstes gehe. Und das ist logischerweise, wenn Barry tot ist, bin ich das sofort. Du würdest nie auf Niklas gehen. Ja, wo soll ich denn da auch auf Niklas gehen? Ich meine, ich bin der dicke Wurm, der kann nicht gescheit Jetpack fahren. Ach ne, guck mal, der bunkert sich da ein. Immer. Ja und? Dann dauert es halt desto länger noch. Gott. Weil Niklas kann ja auch keinen Flugangriff oder sowas machen. Du kannst jetzt erstmal mich wegradieren. Nein. Rutscht ihn immer weiter. Ja, jetzt macht Böhr erstmal mich weg. Ich glaube, auf den Buschel bist du sicherer, Mana. Nee. Nicht wirklich. Okay, wenigstens bin ich Dritter geworden, mein Gott. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein Sieg für Niklas. Ich glaube, ich bin immer nur Dritter geworden, kann das sein? Ja, stimmt, ich bin heute nur... Ah, ja, oder, doch. Ja, doch, eigentlich schon, ja. So, erstmal gucken, was Niklas macht. Niklas macht jetzt, keine Ahnung was. Ja, komm, der Niklas hat keine Ahnung gerade. Gleich snackt er aber die Kiste weg, ne? Das machst du jetzt. Ach, Loch! Ja, ah, der will sich ein Loch bohren, buddeln. Ja, okay, mach ruhig. Supplies, supplies. Hoffentlich hast du was Schönes. Bananenbombe. Na gut, bringt dir leider nicht viel. Ey, fängst du jetzt auch an mit der Bazooka auch ein Loch zu buddeln? Geht eigentlich der Stahlträger gar nicht kaputt? Doch. Ja, mach den doch kaputt. Durch alles geht der kaputt. Und jetzt verpiss dich schnell. Genau, Bö. So hat Niklas jetzt die Chance. Aber gut. Oh, das ist nice, Bö. Ja, der wird den aber erstmal kaputt machen unten. Ja, natürlich. Deine Muschel, die ist gleich. Das war eine Muschel. Das ist bestimmt eine Jakobsmuschel, soll das sein.
genau. Nice. Kiste auch nochmal. Bam! Ja, der war schon mal down. Wenn du jetzt richtig, wenn du jetzt richtig guten Granatenskill drauf hast, oder Bananenskill, Alter. Boah, das wäre OP, ey. Ich versuch's jetzt auch. Das ist eh. Er muss ja irgendwas riskieren. Ja, natürlich. Ja. Ich dachte, er macht das Jetpack da hoch. Er kann doch nicht. Boah, Alter! Alter, Börje! Ja. Respekt! Boah. Aber mal richtig Respekt, ey! 50. So, jetzt? Oh, jetzt wird's Hammer, ey. Boah, jetzt müsst ihr euch einfach irgendwo treffen. Niklas muss also mit dem Seil und dem Jetpack einfach mal da wohin fliegen, ey. Boah, gut, am besten zum Fass hin. Ist natürlich ein Fass hinter dir, aber... Oh, er macht den Weg, ja gut. Hat auch genug Zeit. Von der Zeit her? Ja, das reicht eigentlich. Zeit, der wird mich machen, ja. Der muss ja erstmal da reinkommen. Na, Jetpack und Seil noch, ne? Ja. Ja. Oder vielleicht nur die Kiste noch vorher noch einsammeln. Oh, aber das, ich glaube, die springt raus. Oh, der überlebt aber. Ja. Ne, ich bin so. Mana, wenn du jetzt ein gutes Jetpack spielst, du kannst mit Jetpack gewinnen, Mana. Na, aber er kann doch kein Jetpack. Ist doch egal, er kann es probieren. Und dann kann nee, das ist aber. Oder du machst. Hast du noch eine Banane? Jo. Oh nein, er hat noch eine Banane. Wieso hat er zwei? Oh fuck. Nein! Jetpack! Also ohne Spaß, wären die jetzt getroffen, wäre Niklas weg gewesen. Das auf jeden Fall. Wieso hast du zwei Bananen? Wo hast du die zwei? Ja, die eine Kiste doch. Ah, du Penner. Ja, gut. GG, Niklas. Ja, warte mal. Das ist gar nicht so einfach, weil... Du brauchst ein Jetpack doch auch nicht. Ja, und? Idee. Ich mach hier noch Tipps, ey. Ja, aber das war ja klar. Ja, du wusstest doch selber, dass er Dings hat. Aber er hat die... Aber du hast... Du hättest sogar mit dem Fallschirm noch runtergehen können. Yes! Und somit hat Niklas in der dritten Runde wieder gewonnen. Hat der Glück gehabt, echt. Das war... Da muss ich wirklich sagen, es war wirklich richtiges Glück. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Worms. Macht's gut. Ciao. Tschüss.